Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir den alten Ork nochmal getroffen, der offenbar ja, als wir das erste Mal ihn getroffen hatten, um einen gestorbenen Freund getrauert hat. Und heute wollen wir ihn ein weiteres Mal treffen, weil wir sollen ihn auf bei Furus Rest treffen. Und dort werden wir jetzt direkt hinziehen. Beim letzten Mal haben wir auch unsere ersten Leute in den Ruhestand geschickt. Die vier Gammen hier jetzt. Das sollte ich eventuell bei Gelegenheit auch aufbauen. Shrine Blessings. Okay, das macht, dass ich da auch bessere Blessings bekomme. Gut zu wissen, wenn ich das ausbaue. Einmal zum Raw Room. Wir müssen drei Leute hier ins Team holen. Holen wir Milk Setter? Wo ist unser... Ja, Notbuzzer auf jeden Fall. Hey, ja, Haze Kicker. Und dann nehmen wir noch ihn hier mit. Ich muss die beiden noch mit Waffen ausstatten, fällt mir gerade so ein. Haben die die Waffen mitgenommen? Ich hatte doch noch einen Stein, oder nicht? Ich muss einen weiteren Stein kaufen. So, getradet. So, die brauchen ja beide eine Waffe. Jetzt können wir losziehen. Nach Old Woods zu Furus West, weil dort werden wir erwartet. Farview werden wir heute noch nicht besuchen. Dort wartet unser Ork-Freund auf uns. Du solltest mal nach ganz vorne. So, was sagt denn die Karte? Dass wir gleich erstmal was abbauen können. Danach kommt auch direkt ein Shop. Oh, Heilung. Haben wir schon mal ein bisschen was zum Hochheilen. Hallo, mein Freund. Oh, ich würde dir die so gerne abkaufen. Weil die Fibers, die fehlen mir. So. Zwei Fibers gekauft. Oben haben wir einen Hakenkampf vor uns. Wir müssen da lang, allein schon, weil wir dort einen Goblin bekommen. Und somit einen neuen Trade freischalten. Und die Trades sind ja das Wichtigste. So, ich intercepte mal den zweiten Wolf. Okay, dich mal schnell. Au. Blast! Nein! Okay, ihnen habe ich die Rüstung weggenommen. Ich nehme Shop, dann haben wir schon mal eine Spinne weg. Timebeater, das hast du gut gemacht. Armor ab. Stein auf Wolf. Die Wölfe sind wesentlich schlimmer als die Spinnen.
Genau, nochmal Armor ab. Geblockt. Armor ab. Die Rüstung wird aufgebaut. Ich hasse die Wölfe. Ich mache mir direkt wieder schnell. Allein schon, damit du den negativen Effekt nicht auf dir drauf hast. Oh, ein Crit auf den Wolf, sehr gut. Dann können wir ihn jetzt finishen. Exterminate reicht nicht aus, aber ich mache mal den Wolf blutig. Ich mache den auch direkt mal langsam. Hat nicht funktioniert. Intercepten Wolf. Ich habe so viel Armor drauf. Es rentiert sich. Einfach den Wolf Cock blocken. Die Rüstung wird aufgebaut. Und in der Wunde wird rumgekratzt. Exterminate! Weg mit dir, du Mistding! Na gut, Spinne intercepten. Aua. In unserer Goblins geht's nicht gut. Okay, erstmal heilen. Und jetzt retten wir einen unserer gefangenen Freunde. Zwei unserer gefangenen Freunde. Wieso muss ich schusen? Ich will beiden helfen. Ruthless Fig Blood. Da kriege ich... Gains 5 Power after killing a foe. Das ist eigentlich sehr stark. Blutresistenz. Er hat auch Fig Blood. Also das kriege ich safe. Ich finde ihn besser. Wegen Ruthless. Schick mir den hier nach Hause. Ihm geht's ja nicht gut. Haben wir schon mal verhindert, dass der stirbt. Hallo, mein Freund Smithy. Jawbone X. Haben wir die Waffe besser? So, den Helmhammer würde ich auch gern noch verbessern. Nein. Okay, wo wollen wir lang?
Unten ist irgendwas Geheimnisvolles. Also ganz unten. Das würde ich gerne mitnehmen. Das ist wahrscheinlich das, wo wir hin müssen. Dann gehen wir nach unten. Unten habe ich auch den wesentlich einfacheren Kampf. Die Sleemers, die sind jetzt nicht unbedingt das Angenehmste auf der Welt. Spirit Rush auf ihn. Auch wenn er verletzt ist, er ist unser Verteidiger. Slicing auf ihn. Machen wir ihn fertig. Ich choppe ihn. Hatte die Hoffnung, seine Rüstung wegzumachen. Ich intercepte. Nee, ich intercepte mal nicht, ich heile. Ich kriege ihn nach hinten. Jetzt wird die Arme ausgepackt. Enquas, okay. Den kann man jetzt gerade eh nicht wirklich schaden. Den da will ich aufhalten. Die beiden, die greifen nicht so wirklich an. Soweit ich das sehe. Der hat meine Rüstung weggeprügelt. Warte mal, der ist sowieso gerade ungefährlich. Wollen wir nicht intercepten und hau einfach drauf. Oh, ich kann in der Wunde rumstochern. Okay, er stirbt an der Wunde. Oder ich mache Exterminate, dann ist er safe tot. Vielleicht haben wir ja Glück und machen seine Rüstung weg. Solgel! Konnte zwei auf einmal vernichten, das nehme ich doch. Ist gut, dass er sich zur Not selber heilen kann. Das war's mit der Rüstung. Und folglich auch mit dir. Ein bisschen Geld wieder gemacht. Und mein bester Freund erwartet uns schon. Hätte ich komplett unten lang gemusst? Glaube ich, hätte komplett unten lang gemusst. Ja gut, das konnte ich aber nicht wissen, ne? Solgel. Oh. Spiritwaschverbesserung lohnt sich auch.
Okay, ich sehe jetzt keinen Sinn darin, das nochmal zu verbessern. Dann mache ich lieber das hier nochmal stärker. Ich habe nur den Schamanen aufgebessert. Gut, dass wir nur einen einzigen dabei haben. Und wieder ein Wolf. Ich habe auch nichts zum Heilen dabei. Solgel! Den Wolf mache ich erstmal blutig. Ja, schade. Die leben noch. Ich kann eine Spinne zumindest insta-killen. So, killen wir direkt die andere, dann sind wir die Spinne schon mal los. Das gefällt mir gar nicht. Bonefester! Stunt, ha. Und nach hinten mit dir. Auf ihn mache ich mal nicht extra Schaden, ne? Ja. Sayonara. Die Wölfe sind so schlimm. Wenigstens bringen wir Material mit. Ich habe nicht wirklich was zum Heilen. Ich heile hier, glaube ich, meine Truppe am Camp. Okay, never mind. Dann machen wir mal Disgust Tactics. Ist das jetzt eine größere Spinne? Reva. Amor ab. Zollgel auf alle drei Spinnen. Im Insgesamtfaktor mache ich mehr Damage damit. Wir schon mal ein Spinnen dein los. Zweite Spinne weg. Ich weiß jetzt nicht, wer schlimmer ist, die große Spinne oder der Wolf. Da bin ich mir ernsthaft unsicher. Ich glaube, der Wolf ist schlimmer. Gestunt. Amor ab war schlau. Schockendler, nein! Das war unser Verteidiger.
Meatcut hat mehr Power. Auf den Wolf! Geht hier. Blut ist jetzt. Und dann kratze ich rum. Gestunt. In der Wunde rumkratzen. Exterminate! Du hast einen unserer Freunde auf dem Gewissen. Aber wir kriegen richtig viel Geld. Treffe ich jetzt den Ork oder muss ich ihn wirklich hier ne, antreffen? Innocuous visages mask a twisted malice within. Ich hoffe mal, das war nicht unser Ork-Freund. Unser Stuhl. Habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Also da war ein Häkchen, glaube ich. Aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Warte kurz gucken. The Ark has been taken captive. Ambush the Halflings and free your friend. Ja, die haben ihn echt gefangen genommen. Das war der Ork, der da weggeschleift wurde. Ich kann immer noch hier nichts bauen. Aber offenbar, wenn ich von denen keinen mehr habe, dann steht hier oben schon einer bereit. Bauenfester. Okay. Ich glaube, ich brauche einen weiteren Schaman. So. Wir können ihm jetzt erstmal die ganzen Steine geben. Sollte ja ordentlich Geld bringen. Okay, er hat leider nichts von dem Zeug, was ich gebrauchen kann. Und das Gold, das bringt uns nicht bedingt irgendwas hier gerade, da wir eigentlich anderes Zeug brauchen. Aber ich kann damit schon mal einen neuen Raum basteln. Ich glaube auch hauptsächlich dafür ist das Geld eigentlich auch gedacht. Okay, jetzt kostet es 5000 einfach. Der nächste Raum. Das können wir schon mal equippen. Haben wir einen neuen? Lass mir jetzt Heimbieter mal hier in den Ruhestand. Haben wir so gesehen eine Ablösung. Wildlasher und Bean Harper werden mitgenommen. Und dann nehmen wir noch Soxsender mit. Ja, das Geld, das ist ja hauptsächlich, um beim Händler einzukaufen und den Bereich unten auszubauen.
Ja, momentan aber nur Leder und Leder brauchen wir nicht. Wir könnten uns den Stein hier gönnen. Klingt für mich nach einer guten Idee. Und hat unser einer hier auch eine bessere Waffe? So, und Mietkater hat jetzt eine Waffe. Hatte ich nicht gesehen, dass die Spitzhacke nur vorübergehend war. Ich will nur mal sehen, wo wäre denn, dass unser Freund jetzt ist? Offenbar bei Farview. Dann wissen wir ja, wo wir beim nächsten Mal hingehen. Guck mal, da unten versammeln sie sich schon. Was ist denn nicht die, Dismisse? Die ich schon in Retire habe. Das würde mich eigentlich interessieren. Also ich will jetzt niemanden nach draußen schicken, der stark verwundet ist. Ich verabschiede mal Haze Yawner. Habe ich irgendwas Negatives davon? Scheinbar nicht. Hat mich nur interessiert, ob ich irgendwas Negatives davon habe. Dafür brauche ich 20, um das abzugraden. Wir können die Schamanen mal ein bisschen verbessern. Oder hier. Healing Chant. Und ein besserer Spirit Rush vom Prinzip her. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Also den Healing Chant gönne ich auf jeden Fall mal. Ist besser als das hier. Heebie-Jeebies ist doch eigentlich besser als Spirit Rush. Weil es ja sogar drei in Haste gibt. Klar, ist random, aber dann sind drei kurzzeitig richtig schnell. Sollte doch eigentlich mega stark sein. Vor allen Dingen kann ich dadurch die Kämpfe ja, wenn ich gut bin, schnell entscheiden. Und die stärksten Gegner dann schon mal rausnehmen. Wenn die an E verlangsamt sind, stehen sie ja hinten. Und ist dann ja weniger schlimm. Na gut. Der Part heute ging jetzt ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, ihr hattet alle trotzdem Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann!